Grosse Passion von vielen Leuten ist das Velofahren. Und ihr wisst alle, mit den neuesten Velos, die rum sind, kann man natürlich auch unglaublich schöne Touren hier in der Region machen. Apropos Region, wir sind in Rheinach. Bei mir ist der Alexander. Alexander, sag mal, welchem Geschäft sind wir hier? Seit wann gibt es euch? Und was vertretet ihr alles? Also wir sind hier in Rheinach, beim Scheller Art Center. Unser Geschäft gibt es jetzt schon seit 1993, oder sind wir jetzt 30 Jahre drauf. Der Vorgänger hatte 48 Jahre, das war der Hermann Hans. Also das Geschäft gibt es jetzt knapp etwa 80 Jahre. Jetzt bist du zusammen mit deiner Frau, die immer hier am Arbeiten war. Das ist ein Leben für das Velo, also eine riesige Passion von euch. Das ist richtig. Also wir haben 94 Geschäft übernommen, selbst zweit, meine Frau und ich. Und arbeiten jetzt 30 Jahre rund um die Tour zusammen. Unterdessen sind wir ein Geschäft mit 5 Mitarbeitern. Bist denn du auch noch am Schrauben? Ich meine, das ist ja etwas vom wichtigen Teil auch bei einem Velohändler. Wenn das Velo mal draußen ist und es passiert etwas, dann sind ihr für die Kunden da. Wenn es Not am Mann ist, dann werde ich auch schrauben. Aber sonst habe ich meine 3 Mechaniker, die hier arbeiten. Alexander, wie ist denn eigentlich der Status quo mit dem Velo? Ich stelle fest, sie werden jetzt doch alle ein bisschen klobiger, aber die Technik geht vorwärts. Also bei dem Velo ist einiges gegangen. Vor allem jetzt im Bereich mit dem Elektrovelo, wo wir nur noch vertreiben. Also wir haben die normalen Velo nur noch auf Wunsch. Sonst verkaufen wir nur noch Elektrovelo. Woher kommt denn das? Ist wirklich, haben die Leute gar keine Lust mehr, mit der eigenen Muskelkraft zu fahren? Also ich glaube, Lust kommt erst mit dem Elektrovelo fahren. Warum das? Weil es halt Sachen gibt, die man vorher mit einem normalen Velo nicht machen konnte. Ja, dann musst du jetzt aber mal noch ein bisschen erzählen, Alex. Wenn du unterwegs bist mit dem Velo, was genießt denn du so speziell am Elektrovelo? Also ich genieße das, dass ich Sachen machen kann, von Campen rauffahren, ohne grosse Mühe. Hier oben kann ich einkehren, etwas essen, etwas trinken und dann gemütlich wieder heimfahren. Das ist für mich das Velofahren. Alexander, wie geht denn das weiter? Wie viele Jahre nimmst du vor, das noch zu machen? Also ich werde das noch bis Ende dieses Jahr machen und dann werde ich das Geschäft abgeben. Ha, und jetzt fragt ihr sicher an wen. Jetzt sage ich, kommen wir mal mit, da ist eine kleine Überraschung. Kommen wir rein. Ja, und jetzt werdet ihr staunen, das Gesicht kennt ihr natürlich, es ist der Ernie Meissen. Ernie, der Alexander hat gesagt, er geht das Geschäft ab. Jetzt musst du mir sagen, wie kommst du plötzlich jetzt zu diesem Metier? Sport ist klar, ist bei dir immer angesagt gewesen, ist das ganze Leben, aber jetzt Velo? Ja, Velofahren ist ja ein Hobby von mir. Ich bin ein leidenschaftlicher Mountainbiker und von dem her passt das natürlich perfekt. Und ja, es ist ein bisschen ein Zufall, dass es so weit gekommen ist. Wie hast du dich denn jetzt auf das vorbereitet? Weil der Alex ist doch noch auch in der Lage, selber die Reparaturen vorzunehmen, kann alles schrübeln. Du daheim nicht mehr gibt, oder wie? Ja, wir Mountainbiker, sage ich jetzt mal, wir machen ja viel selber, weil da gibt es so viel zu tun immer wieder. Und nein, ich war immer schon ein bisschen Schrauben gewesen und von dem her ist die Sparte nicht so neu für mich, aber für das hat es ja zwei Mechaniker und einen Lehrling da. Wie wirst du weiter in Zukunft gehen? Gibt es grosse Veränderungen? Bringst du jemanden mit? Ich habe gesehen, du bist nicht ganz allein unterwegs. Ja, ich habe meine Freundin, die hier meine Stellvertreterin wird sein, auch im Geschäft. Und das ist für mich schon etwas Neues natürlich. Aber ich habe mich einfach zu alt gefunden, um nichts mehr zu machen. Und dass ich das übernehmen kann als Geschäftsführer, ist für mich auch ein Riesenglück. Dann schwärm doch noch mal ein bisschen über die Faszination vom Mountainbiken, weil das ist ja eigentlich auch der Grund gewesen, warum du dich dafür entschieden hast. Ja, ich habe eigentlich schon im 91er vom Mountainbiken, wo es ja noch Velos, Mountainbikes gibt, ohne Federung, ohne nichts und natürlich auch ohne Motor. Das ist ein bisschen eine Leidenschaft von mir geworden, durch die Felder fahren, auch bergab, bergauf und so. Und vor etwa 4 Jahren bin ich das erste Mal überholt worden von einem E-Biker. Ich habe für mich zuerst gedacht, oh, der mit seinem Modell und so. Und dann habe ich das einmal probiert und dann wusste ich, ich muss das auch machen. Und das hat dann gerade noch mehr Spass gemacht, oder?